Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu einem weiteren Part von Pokémon, die Schneelande der Krone. Im letzten Part haben wir Suicune gefangen, was ich mega cool finde, und jetzt müssen wir nach Free Nickel oder so. Also gibt es hier eine kleine Stadt oder was? Oder ist das einfach nur ein Ort? Habe ich auf der Karte im letzten Part eine Stadt gesehen? Ich weiß ja nicht. Egal. Ah, da ist ein Haus. Eine kleine Ranch. Im Winter. Okay, okay, okay. Dann gehen wir da mal hin. Ich guck mal, ob wir den schon haben. Ein Frigometri. Ich weiß nicht, ob wir den haben. Ich glaube nicht. Ah, ne, haben wir echt noch nicht. Okay, dann Kampf. Wir machen mal anfallen. Anfallen tut nicht so weh. Oh, es tut doch weh. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Na gut, dann tun wir halt Suicune nach vorne, oder? 70 müsste ganz gut sein. Eisattacken sind nicht so effektiv gegen Eistypen, deswegen ist es ganz gut. So, so, super. Was haben wir hier? Dich haben wir auf jeden Fall schon. Obwohl, ich könnte auch nachschauen. Ich könnte nachschauen, welcher ich bin. Komm her. Komm her, mein kleiner. Mein kleiner Rex Blizzard. Ich meine, wir haben dich schon. Ja. Ja, dich haben wir. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Ich wusste es. So, warte, wir müssen hier, glaube ich, hergehen, oder? Oh, was gibt's hier? Pocken deiner Herz. Nice. Keifel. Keifel haben wir noch nicht. Gab's noch nicht. Ah, die Augen sind so süß. Augen sind so süß. Oh, die Erzwingerfähigkeit, die nervt mich ja jetzt schon. Ach, den haben wir doch schon. Okay, dann Flucht. Dann Flucht, die Flucht. Hä, ich dachte, ich sammle da Sachen auf. Oh, da haben wir was. Eine TM. Kosmikkraft, okay. Boah. Jeder ist seine. So, gehen wir schnell hier rein. Okay, Suicune. Ja, zeig mal, dass wir den da fangen können, ja? Das wäre sehr nett. Eiseskälte, unversehrt, nice. Oh Gott, das bringt ja viel. Das bringt ja viel. Dann Turbo-Tempo, bitte. Bringt das mehr? Ja. Oh Gott, du lascht. What the fuck? Solar hier im Schnee. Hier sollte keine Sonne durchkommen, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Sehr gut. Okay, da macht Solarstrahl. Ich hoffe, das macht nicht allzu viel. Obwohl, wir sind Typ Wasser, ne? Ah, egal. Hat geklappt. Hast du gut getankt, Suicune. Ah, ne, kein Kampf hier. Hyperball. Hyperball. Unser erstes gefangene neue Pokémon. Oh, doch nicht. Doch nicht. Oh Gott, dieses Hagelzeugs, ne? Oh. Komm jetzt bitte, bleib drin, ja? Wir haben dich schon auf Rot, ja? Alter, was ist das denn hier? Ich werde hier verarscht, Leute. Ich werde hier eiskalt verarscht. Wieso will das nicht rein? Wieso will hier überhaupt kein Pokémon gefangen werden? Ist da hier eine Zumutung, ganz ehrlich? Einsetzen, bitteschön. Komm jetzt. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Danke, danke. Nice. Mit seinen Ketten aus Eis friert es jeden ein, der ihm über den Weg läuft. Dann verschleppt es seine Opfer an einen unbekannten Ort. In mein Team erstmal. Dann kann Castor so raus. Du bist nämlich mir viel zu stark. So, dann wollen wir weitergehen. Alter, wir müssten hier, glaube ich, irgendwo runtergehen, oder? Nee. Alter, der spawnt da direkt wieder. Schnell weg hier. Blue, schnell weg. Was haben wir da? Oh doch. Oh doch, haben wir noch nicht. Müsste ich auch fangen.
müsste ich fangen. So, war doch. Ich hoffe, Sondersensor reicht. Aber ich glaube nicht, weil es ist schon eine sehr schwache Attacke. Ja, ist es auch. Ich sehe es ja ein mittlerweile, ja? Ah, du wirst also auch von den Hagelkörnern getroffen. Das ist natürlich schade, ne? Finde ich auch sehr schade, tatsächlich. Nebelfeld. Tada. Oh, Suicune ist so schön. Ach man, ich bin einfach verliebt in Suicune. Wir haben Suicune jetzt nicht. Also ich versuche Suicune nicht Shiny zu fangen, weil ich habe den schon in Shiny. Habe ich damals in. Ich glaube in Silber war es, oder? Oder was in Hartgold? Ich weiß nicht, ob es schon in Silber war früher. Oder in Hartgold. In irgendeinem Bein. Auf jeden Fall habe ich es schon sehr lange. Diese Shiny-Pokémon. Ich weiß doch gar nicht, ob es schon in Silber das als Shiny gab. Das weiß ich nicht. Okay, Keifer haben wir ja schon. Dich haben wir auch. Gehen wir jetzt hier runter. Hier runter. Ich bin gespannt. Fände schon lustig, wenn man hier wieder Diktas oder sowas fangen könnte. Also hier gibt es mehrere Häuser. Das ist echt eine kleine Stadt. Aber hier würde ich ja gern leben. Aber nur, wenn es gutes Internet gibt. Ich hatte gerade kurz der alte Opa da, wer Hopp. Sieh an, was haben wir denn da? Einen Gast? Dann mal herzlich willkommen in Freesdale. Ich bin der Bürgermeister dieses Dorfes. Es kommt selten vor, dass Reisende sich in unseren entlegenen Ortschaft verirren. Bist du etwa auch hier, um mehr über den König der reichen Ernte zu erfahren? Ja. Oh, ich bitte um Verzeihung, das geht mich natürlich nichts an, wie unhöflich von mir. Es ist nur so, dass es kaum jemanden gibt, der Freestyle aus einem anderen Grund besucht. Ein Jammer ist es schon. Die Leute kommen deswegen von so weit her. Und am Ende muss ich ihnen sagen, dass es sich dabei nur um ein Märchen handelt. Lass mich dir wenigstens dieses Souvenir aus dem Freestyle geben, damit du nicht mit leeren Händen gehen musst. Oh, was hat mir... Rundkragenpullover. Oh, cool. Das ist ein Pullover mit einem Aufdruck des Königs der reichen Ernte. Leider hat es sich nicht so gut verkauft, wie erhofft. Daher haben wir einige Exemplare übrig. Das abgebildete Aussehen des Königs basiert auf uralten Beschreibungen. Deshalb ist der Kopf so ungewöhnlich groß. Aber vielleicht macht es das ja sogar wieder modern. Wenn du wissen möchtest, wie der König wirklich ausgesehen hat, solltest du einen Blick... Wirklich, einen Blick auf die Statue im Zentrum der Stadt werfen. Übrigens kannst du während deines Aufenthalts hier in den Schneeladen das Pokémon an der Spitze seines Teams aus seinem Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen. Also dann, ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt in unserem malerischen Örtchen. Oh, das ist gut, Leute. Das haben sie bei dem anderen DLC richtig verkackt. Das hätten sie direkt zum Anfang machen sollen und nicht erst, wenn man mit dem DLC fertig ist, ja? Dachte ich mir auch nur so, wieso macht man das? Wieso macht man das erst nach dem DLC, dass man mit dem Pokémon herumlaufen kann? Ach, hallo Suicune. Ach, kann ich auf den nicht reiten? Nee, ne? Schade. Okay, erstmal reden wir, glaube ich, mit den Leuten hier. Hallihallo, so schöne Waren wie meine findest du hier in Freesdale? Ja, wow, toll. Hast echt tolle Sachen. Herzlich willkommen im Freestyle. Du hast sicher einige Strapazen auf dich nehmen müssen, um hierher zu gelangen. Die Kronenschneelande sind bekannt für ihre Karotten, musst du wissen. Hättest du vielleicht Verwendung für ein paar Karottensamen, quasi als kleines Souvenir? Ja, bitte. Oho, da ist jemand enthusiastisch. Es sind zwar nur Samen, aber die sind sehr wertvoll, weißt du. Lass uns einen Handel ausmachen. Wenn du mir 8 Proxen deiner... Gehören sie dir? Nee. Jahr für Jahr quäle ich mich mit dieser Kälte ab. Langsam reicht es meinen müden Knochen. Okay. Auf verschneiten Wegen solltest du stets fest auftreten. Dadurch stürzt du nicht so schnell. Das ist recht. Oh, das ist, glaube ich, das Haus des Bürgermeisters, ne? Ah, ne, habe ich noch nicht gesehen. Hab die noch nicht gefunden. Hust, hust. Die jungen Leute sind alle in die Stadt gezogen. Nur wir alten Fristen hier noch unser kärgliches Leben an der Seite unserer Pokémon. Ja, gut.
kann da gar nicht hinter. Alter, wie viele Rex Blizzards sind da denn bitte? Unendlich. In unserem Dorf ist nicht viel los, aber sieh dich entspannt um und genieß die Ruhe. Es gibt immerhin eine alte Statue, die du dir anschauen könntest. Ich würde gerne hier rein. Oh, schönes Haus. Es ist sehr kalt draußen, also wärm dich hier erstmal. Oh, Cosmog. Das ist Fluffy. Ich habe es in der Nähe des Dorfes gefunden. Es hat vor Kälte gezittert, da musste ich es einfach mit nach Hause nehmen. Seit ich es gefunden habe, sind jede Menge seltsame Pokémon in Schneeland aufgetaucht. Ein Pokémon wie Fluffy ist mir noch nie zuvor unter die Augen gekommen. Es wäre sicherlich besser, wenn sich ein fähriger Trainer um es kümmern würde. Doch wo finde ich so einen nur? Ich, hallo? Mann, ich will es. Ich will dich haben. Cosmog, irgendwann kriege ich dich wahrscheinlich. Gehst du gerne mit deinem Pokémon spazieren? Ja. Wie schön. Dann viel Spaß bei eurem gemeinsamen... Hey, konnten wir das nicht vorher schon? Egal. Aber schönes Haus, wirklich. Auch eine Schneeschippe links. Die habe ich gesehen. Sehr cool. Also hier müssten wir eigentlich rein, aber wir gehen, glaube ich, erstmal... Wo ist denn die Statue? Ach, hier ist die Statue. Ist das ein anderes Pokémon? Ah, nee. Das da drauf auf den Alpaka könnte tatsächlich es sein. Ja, hat die Perlenkette, hat auch den Kopf, aber da fehlt vieles. Das ist wirklich eine schlechte Statue. Oh, warte, hier können wir nach hinten laufen. Und da haben wir was. EP-Bonbon und Mülltreffer. Aha, hier liegt also der Müll. Okay, ich verstehe. So, dann gehen wir erstmal noch hier rein. Oh ne, warte, hier liegt noch was. Wunschbrocken. Nice. Oh nein, das war das das ist das Haus. Ah, da bist du ja. Diese Hütte wird unsere Unterkunft sein. Für manche mag sie etwas öde wirken. Ne, ich finde die cool. Ich finde, die hier hat was tatsächlich. Aber wir sehen das in einem anderen Licht. Denn für uns ist sie unsere Expeditionsbasis. Die richtige Einstellung ist das A und O auf allem Abenteuer, weißt du? Gut genug Zeit verquasselt. Lass mich dir erklären, worin das Tier der legendären Pioni-Expeditionstruppe besteht. Um diese Gegend ranken sich verschiedene äußerst rätselhafte Legenden. Ranken. Zum Beispiel die Legende eines Pokémon mit zu groß geratenem Kopf, das die Einheimischen den König der reichen Ernte nennen. Oder die Legende von einem riesigen roten Baum, um den sich fliegende legendäre Pokémon tummeln sollen. Und dann gibt es auch noch die Legende von den Giganten mit den Punkten im Gesicht, die angeblich in einer Art Ruine oder sowas schlummern. Und das sind nur ein paar Beispiele. Hier gibt es so viele Legendären zu entdecken, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Unter Pione Expeditionstrupp wird nicht ruhen, bis er jeden einzelnen davon auf die Runen gegangen ist. Sowohl hast du... Das ist ja richtig gehört. Oh Gott, es hat geklingelt. Ich muss mal eben los.
wieder. Da bin ich wieder. Das ist unser großartiges, grandioses, giganices Ziel. Also hat er die Statue da abgeköpft oder was? Wobei ich zugeben muss, dass ich dieses Ziel lieber zusammen mit meiner kleinen Mila erreicht hätte. Oh, aber vielleicht war das ja eine glückliche Fügung ach, du weißt schon. Uns erwarten absolut legendäre Abenteuer-Expeditionsleiterin Lynn. Wer, ich? Aber sicher! Was glaubst du, würde passieren, wenn wir beide einfach unsere Expeditionsbasis verlassen? Meine kleine Mila würde herkommen und verzweifelt nach ihrem Papa suchen. Nur wäre er nicht da. Niemand wäre da. Ich sehe schon vor mir, wie sie todtraurig und Papa-Seelen allein da sitzt und mich vermisst. Gra, der Gedanke allein bricht mir schon das Herz. Das darf ich auf keinen Fall zulassen. Deswegen werde ich als Basisleiter hier die Stellung halten. Und du hast die Ehre, unsere Expedition zum Erfolg zu führen. Natürlich brauchst du dafür auch die passenden Ausrüstung. Hier, das für dich. Oh, ein Entdecker-Set. Kann ich mich hier umziehen? Ah, bin schon umgezogen. Okay. Tahaha, sitzt wie angegossen. Das perfekte Outfit für eine Expeditionsleiterin. Ich habe so viele davon als Wechselkleidung für meine kleine Mila mitgebracht, dass ich locker ein Set an dich abrücken konnte. Kann. Wenn du dich mal umziehen oder einfach nur ausruhen willst, benutze einfach das Zimmer da. Das Tuch mit dem um den Arm habe ich übrigens in mehreren Farben dabei. Du kannst dir also eins aussuchen, das deinen Geschmack trifft. Oh, cool. Jetzt kommen wir auch schon zum Wichtigsten. Hier, nimm. Duells Legenden, Notiz 1. Okay. Gesammelte Notizen von Pioni über die Legende des Königs der reichen Ernte. Ein altes Foto ist auch dabei. Ah. Mhm, sehr cool. Duells Legenden, Notiz 2. Ja. Ah, da stecken ein Stein. Okay, das müssen wir irgendwann machen. Er sagt, aber lebendenen Schicks. Nee, was? Kries. Schukris? Oh Gott, Leute. Das wird was, Leute. Okay, ich bin gespannt. Oh, noch eine Notiz. Oh Gott, das wird echt was. Vogelpuppen. Wenn die Sonne im Zenit steht, scheint sie auf einen Baumriesen mit Blättern, wie aus Feuer in dessen Geäst sich die geflügelten Legenden stattfinden. Das sind meine legendären Notizen, die ich im mühseligen Kleinarbeiten durch stundenlangen Fernsehrecherchen zusammengetragen habe. Wie wär's, wenn du zuallererst diesem König der reichen Ernte auf die Spur gehen würdest? Dieser König und sein Ross scheinen sich ja wunderprächtig verstanden zu haben. Ha, ich weiß schon, was für einen Namen ich dieser Expedition geben werde. Mystischer Bund, der Legendenkönig und sein treues Ross. Okay. Mitten im Füßer steht eine große Statue von ihm. Das sollte ein guter Ausgangspunkt sein, obwohl er da nicht so einen enorm großen Kopf zu haben scheint wie in meinen Notizen. Möchtest du deine vorige Kleidung anziehen? Nee. Dann kann es ja losgehen. Zeit, die Legenden der Kronen Schneelande zu erforschen. Oh mein Männchen, ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Oh, ein Meisterball. Oh, sehr cool. Soweit ich weiß, ist dieses Teil das Meisterwerk schlechthin unter den Pokébällen. Für welches Pokémon du ihn benutzt, bleibt dir überlassen. Da will ich mich nicht einmischen. Ich habe ihn vor Jahren mal von einem Bekannten geschenkt bekommen, aber irgendwie war ich nie in der Stimmung, ihn auch zu benutzen. Denk daran, dass du jederzeit in der Basis vorbeischneiden kannst. Wenn du Hilfe brauchst, damit du sie nicht verfehlen kannst, habe ich extra eine schnieke, selbstgemachte Expeditionsflagge vor der Eingang gestellt. Toll, oder? Hahaha. Und damit kann das große Abenteuer beginnen. Nice. Okay, als erstes hier haben wir den Kopf wahrscheinlich. So. Das ist einfach der Kopf. Ah, Expeditionsleiterin, was sagst du zu meinem Kissen? Oh Gott. Ja, leider habe ich mein Lieblingskissen zu Hause vergessen, also musste ich im Dorf nach einem Ersatz suchen. Und tada, hinter der Herberge habe ich dann diese Entdeckung gemacht. Kann ich es haben? Wie bitte? Du willst, dass ich dir meine echt nice Kissen überlasse? Ich schlag dir ja
nur ungern eine Bitte ab, aber das ist ein bisschen viel verlangt. Doch, gib mir mehr. Was sagst du da? Du denkst, es hat was mit einem legendären Pokémon zu tun? Echt jetzt? Ist das dein Ernst? Das lag doch einfach nur hier in der Gegend rum. Also gut, wenn du dir da sicher bist, werde ich natürlich kooperieren. Na dann nimm mir schon. Jetzt musst du der Legende auch, aber auch wirklich auf den Grund gehen, hörst du? Och Gott, Leute, ey. Der Mann ist anstrengend. Wie kann man nur die Holzkrone als Kissen benutzen? Das ist ja hier wieder ein Witz. So, ich will mich jetzt erstmal hier... Oh, ich habe irgendwas geklickt. Ich weiß nicht, was ich geklickt habe. Achso, Heilung. Okay, Heilung ist gut. So, ich hätte gerne ein anderes Band hier. Ja, so, welche Farben gibt es denn? Eis? Psycho könnte lila sein, oder? Oder, ne, Geist könnte. Wir nehmen mal Geist. Nein. Ja, sehr schön. Sehr schön, tschüss. So. Was ist denn da? Ein Haus. Achso. Jetzt kriegen wir hier die Schneelande gezeigt. Oh, und auch schon den Baum da oben. Da oben, da hinten, eher gesehen. Ich bin echt gespannt auf diese Regieis-Sachen da. Da freue ich mich sehr drauf. Aber erst gehen wir wohl auf der Spur des Königs hier, des Landes. Ich dachte eigentlich, das wäre so die letzte Quest, die man machen muss. Aber nee, das wird die erste sein. Finde ich cool, dann kann man mit dem auch, ne, schon mal etwas spielen. Kennenlernen. Viel besser. Die Holzkrone passt der Pokémon-Statue wie angegossen. Oh, hat er mich beobachtet? Oh, da ist er. Lel. Tschüss. Offenbar möchte es, dass du ihm folgst. Oh, das ist schon wieder ein bisschen zu leicht, oder? Hallo. Na? Oh, sieht ja cool aus. Koro, Koro. Das Rätsel für Pokémon scheint sich mit dir messen zu wollen. Möchtest du dich kampfbereit machen? Warte, noch nicht. Ra, 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 ra. Warte, ich muss erst speichern, okay? Ich habe nämlich Angst. Ich habe Angst, Leute. Können wir es fangen? Ich weiß es nicht. Koro, Koro. Okay, dann machen wir uns bereit. Corona. Corona. Das ist natürlich... Mann. Okay. Können wir es jetzt fangen oder nicht? Ich weiß es nicht. Koronospa. Sollen wir es mal probieren zu fangen? Mit einem Luxusball? Okay, nee, können wir nicht. Okay, dann müssen wir kämpfen. Okay, dann bist du bereit, Suicune? Wir machen das. Oh, Heilwoge. Aber es hat... Ach, ich habe meine volle... Hab volle KP, aber dankeschön. Oh, macht... Oh, war nicht sehr effektiv. Okay, ich weiß auch gar nicht, welcher Typ das ist, ja? Möchte ich auch dazu sagen. Ja, deswegen entschuldige ich mich die Fails, die jetzt hier passieren. Er scheint auf jeden Fall Psycho zu sein. So, Sondersandor. Ich weiß, das war jetzt auch nicht so schlau. Ich wusste nicht, dass er Psycho ist. Deswegen machen wir jetzt Turbo-Tempo. Und zack. Hier bringt auch nicht so viel. Gigasaug. Oh, das tut weh. Oh Gott. Gigasauger. Jetzt hat er auch noch Gigasauger dabei. Ja, sehr schön, ne? Komm, mach nochmal Turbo-Tempo, dann ist er gleich voll geheilt. Und Suicune, du bist leider weg. Wahrscheinlich. Ah, doch nicht. Doch, bist du. Oh, nee. Du lebst noch. What? Mach nochmal Turbo-Tempo. Sehr schön. Heilwoge? Wen heilt er? Mich? Ach, dankeschön.
Obwohl, das ist echt eine miese Taktik, ne? Wenn er gleich hier sein Dingsi macht. Seinen Heilungsprozess. Gigasauger. Und nicht nur so viele Lebenspunkte habe. Das ist echt nicht gut. Das ist echt eine gute Taktik von ihm. Damit er voll bleibt. Aber dann kann er auch nicht gewinnen, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Leute. Gott. Ich glaube, wir wechseln mal eben schnell aus. Taktisch. Denn wenn er gleich Gigasauger macht, dann ist er komplett vollgeheilt. Und das will ich eigentlich verhindern. Möchte ich verhindern. Da ist der Gigasauger. So, guck, das bringt jetzt nämlich nicht mehr, nichts mehr. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, Flammenwurf. Mal gucken, wie viel das bringt. Bist du Eis-Pokémon? Nee, ne? Ah, aber Pflanze vielleicht. Weiß nicht. Aber wir haben ihn. Aber es gibt auch Erfahrungspunkte tatsächlich. Okay. Kurono. Nospa, Nospa. Hattest du Spaß? Kuroro. Koronos. Nonospa, Koronos. Nos, Nospa. Hey, was geht denn hier ab? Was ist das für ein Krach? Ach, du warst das Expeditionsleiterin. Hast du einen Pokémon-Kampf ausgetragen? Was ist das denn für eine Riesenbirne? Koronos, Nospa. Koronos, Nospa, weg. Na, doch nicht. Was? Wow. Wow. Ah, ein robuster Körper, wie ich es mir erhofft hatte. Bitte verzeiht, dass ich ihn mir für eine Weile ausleihen muss. Oh, du hast die Situation bereits verstanden. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Mein Name lautet Koronospa. Ihr Menschen nennt mich auch den König der reichen Ernte. Bitte erlaube mir, dir mal einen aufrichtigen Dank auszusprechen. Ich bin dir äußerst verbunden dafür, dass du meine Statue in ihren rechtmäßigen Zustand zurückversetzt hast. Vor langer, langer Zeit herrschte ich als König über dieses Land. Ich ließ Pflanzen gedeihen und sorgte dafür, dass Felder Früchte trugen. Dafür verehrten mich die Menschen. Doch mit jedem Jahr, das ins Land zog, geriet ich offenbar mehr und mehr in Vergessenheit. Einst brachte sie mir jedes Jahr Opfergaben dar, doch auch dieser Brauch ist nun Geschichte. Dabei war die Ehrerbietung der Menschen stets die Quelle meiner Kraft. Meine einzigen Kräfte beraubt, wurde ich obendrein von meinem treuen Ross verlassen. Aber dann kamst du und hast meine Statue wiederhergestellt. Dank dir sind meine Kräfte in dem Maße wiedergekehrt, dass ich mittels einer menschlichen Körpers kommunizieren kann. Du barmherziger Mensch, ich habe eine Bitte an dich. Ich muss herausfinden, ob die Menschen mich wirklich vergessen haben. Bitte erkundige dich bei den Dorfbewohnern danach, ob sie sich noch an mich erinnern. Ich habe es schon selbst versucht, aber leider ohne Erfolg. Man hielt mich entweder für einen Hochstapler oder nahm panisch vor mir raus aus. Bitte hilf mir, Menschenkind. Okay, ich helfe dir, Kleiner. Du vermerkst den Stand der Dinge in den legendären Notizen 1. Mhm. Der König der reichen Ernte. Nachdem ich der Statue des Königs der reichen Ernte die Krone aufgesetzt hatte, tauchte Koronospa auf. Es übernahm die Kontrolle über Pionis Körper, um in der Sprache der Menschen sprechen zu können. Jetzt sollte ich mich bei den Dorfbewohnern über den König der reichen Ernte schlau machen. Okay, du hast das hier im Griff, ne? Ich bin dann mal weg. Sehr schön, wir speichern mal eben. Das ist nämlich ein wichtiger Expeditionsfortschritt für uns, Leute. Ein sehr, sehr wichtiger. So, wo sind ihr? Da seid ihr. Nein, nein. Oh, mein Gott, ey. Dieser Typ. Der König der reichen Ernte? Früher habe ich geglaubt, dass es ihn wirklich gibt. Man hat uns immer erzählt, dass er einen holen kommt, wenn man draußen auf den Feldern Schabernack treibt.
Okay. Okay, der labert das Gleiche. Sehr interessant. Hallo Bürgermeister. Ob ich mich an den König der reichen Ernte erinnere? Aber natürlich, er schließt sich das Aushängeschild von Freestyle. Ach, wenn er uns doch nur wirklich mit seiner Anwesenheit beehren würde, dann können wir uns vor Touristen bestimmt gar nicht mehr retten. Okay, der glaubt daran, das ist schön, aber nur wegen dem Tourismus. Das ist jetzt nicht so schön. Ah, hier können wir außen rumgehen. Was ist das denn? Oh nein, das sind Snibbles. Das sind Snibbles. Ach Mann, ey. Ich mag Snibbles nicht mehr. Die laufen immer so schnell hinter einem hinterher, obwohl man das nicht will. So, vor mir war doch noch einer, oder? Nee. So, Suicune. Willst du gegen ihn kämpfen? Nee, ne? Wir wollen nur den Pokéball haben. Richtig. Voll nicht, wenn hier Hagelalarm herrscht. Flucht. Du bist entkommen. So, dich holen wir noch. Sehr schön, Holzkohle. Nice. Och man, Snibbles, lasst mich in Ruhe. Oh. Mann, gibt es noch Topschutz oder bringt das bei solchen Pokémon nichts? Ich weiß es nicht. Flucht. Flucht gescheitert. Oh, ich hasse Snibbel. Ich hasse Snibbel. Snibbel. Nerv jemanden anderes. Flucht. Flucht. Alter. Snibbel. Hör jetzt auf. Hör jetzt endlich auf. Ich will hier fliehen. Danke. Danke, Spiel. Oh Gott, ey. Ihr Kackviecher. Ganz ehrlich. Oh mein Gott. Ne. Nervig hoch 10. So, die Oma können wir auch noch ansprechen. Wie? Die hat keine Zeit für uns. Okay, sehr. Ah, das andere Haus haben wir noch nicht begutachtet. Da müssen wir gleich auch mal hin. Okay, die kennt es auch nicht. Also hat uns eigentlich nur der Bürgermeister irgendwelche Informationen gegeben. Ah, da ist noch ein. Das ist auch ein Pokéball. Habe ich auch nicht gesehen. Allzweckschirm. Sehr interessant. Ist da was? Oh, da hinten ist auch ein Pokéball. Den holen wir uns auch. Yes, wie cool. Du passt da nicht durch. Ich weiß. Es tut mir leid. Aber du siehst trotzdem cool aus. So, komm her. Hier. Was haben wir hier Schönes? Amnesie. Wow. Ja, schön. Ich finde, Amnesie lohnt sich zwar nicht, aber trotzdem. Oh, hier ist noch einer. Exemplar Fehlschlagschutz. Schlägt eine Attacke des Anwenders mangels Genauigkeit fehl, steigt im Gegenzug dessen in. Ah, cool. Init-Wert. Nice. Nies. Dann gehen wir eben hier rein. Hier waren wir nämlich noch nicht. So, was ist denn hier dann? Oh, ein Tane. Hallo, Tane. Oh, du bist ja ganz alleine. Wow, Fernseher kann man nicht anmachen. Armes Tarnischirn. Ja, gut. Ich habe mit allen gesprochen, Leute. Ich möchte, dass wir jeden Dorf. Habe ich doch. Habe ich jemanden vergessen oder was? Da wohnte keiner drin. So. Da geht's raus. Da wollte ich gerade nicht hin. Oh, da sind Fußspuren. Okay. Aha, gefunden. Oh, Sonja. Wusste ich doch, das ist der Beweis, dass ich mit meiner Hypothese richtig lag. Huch, Lynn, was willst du denn an diesem Ort? Bin auf Erkundungstour. Ist das dein Ernst bei der Kälte? Ich fasse es nicht. Ich stelle hier ebenfalls Nachforschungen zu ein paar Pokémon aus den grünen Schneelanden an. Es gibt nämlich Pokémon-Arten, die es vorziehen, fernab vom Menschen zu leben. Für sie sind die grünen Schneelande natürlich wie geschaffen. Ich habe da eine Hypothese aufgestellt, weißt du? Sämtliche Ideen weisen darauf hin, dass sich hier drei legendäre Pokémon versteckt halten. Nimm doch mal die Fußabdrücke da unter die Lupe. Der stürzt nämlich meine Annahme. Ja, zeig mal her. Du hast 2% der Anhaltspunkte zum Eisenkern-Pokémon beisammen. Meine Hypothese zufolge halten sich die legendären Pokémon der Kategorien Eisenkern, Felsenhöhle und Wiese hier in den Kronenschneelanden auf. Anhaltspunkte wie dieser da finden sich überall in dieser Gegend.
Sobald ich alle Edizien bekommen habe, kann ich meinen Pokémon-Detektor einsetzen und das Habitat der legendären Pokémon ausfindig zu machen. Doch dank dieser schrecklichen Kälte komme ich nur sehr schleppend voran. Du selbst sicher noch ein Weilchen in den kohlen Schneelanden, oder, Lyn? Wärst du so gut, weitere Anhaltspunkte? Ja, mach ich. Geh inzwischen halt in das Haus, um mich dort aufzuwärmen. Ach, Vulcane ist. Ich meine natürlich, um mir Nachforschung anzustellen. Okay. Das heißt, es gibt hier drei Legende. Ich hoffe, es sind jetzt nicht die Vögel gemeint. Aber ich denke nicht. Ich denke, es sind andere jetzt gemeint. So, wir müssen jetzt hier nochmal mit denen reden. Oh, warte, hier ist noch was. Eine Lauchstange. Ach, nein, will ich nicht. Mann. Nee, der verkauft doch nichts. Ich war doch überall, oder nicht? Ich bin der Meinung, ich war überall. Okay, ich habe den kleinen Jungen nicht angesprochen. Ich weiß, Leute. Ich weiß. Ja. Aber der sagt mir auch nichts, Leute. Nee, die kennen dich nicht, Junge. Junge und Mädel, legendäres Pokémon, die kennen dich einfach nicht. Oh, warte, hab ich mit dem Opa da geredet? Es kann sein, dass ich mit ihm nicht geredet habe. Ah, super. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir das. So, hallo, ich bin da. Sei gegrüßt, Menschenkind. Du hast also mit den Dorfbewohnern über mich gesprochen, ja? Wohlan, erstatte mir Bericht. Habt ihr die Menschen etwas über mich erzählt? Sie halten sich für eine Märchenfigur. Ich hatte es nicht anders erwartet. Sie glauben nicht einmal mehr, dass es mich überhaupt gibt. Verblichen ist die Erinnerung an das Band, was einst zwischen uns existierte. Oh, aber denke nicht, dass ich meinen Erinnerungen nachtrauere. Schließlich bin ich niemand Geringeres als der König der reichen Ernte. Ich wäre ein Narr, würde ich meine Hoffnungen auf den Wankelmut der Menschen setzen. Ich bin nicht auf ihren Glauben angewiesen, um meine Macht zurückzugewinnen. Wenn mein treues Ross erst wieder an meiner Seite weilt, sollte ich imstande sein, zumindest einen Teil meiner alten Stärke wieder zu erlangen. Meinst du ein Pokémon? Ja, ein stolzes Pokémon auf vier flinken Beinen, das mich auf seinen Rücken trug. Die Statue im Dorf zeigt mich rittlings auf ihm. Vor langer Zeit galoppierten wir gemeinsam über die Berge und Felder des Landes. Doch als meine Stärke schwand, trennten sich unsere Wege. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist mir ganz gänzlich unbekannt. Doch selbst wenn wir mein treues Ross aufspüren, fürchte es, dass es mich in diesem geschwächten Zustand nicht als seinen Reiter anerkennen wird. Nun, wie dem auch sei, es ist gut möglich, dass man im Dorf das eine oder andere über mein treues Ross zu berichten weiß. Ich wäre dir sicher verbunden, wenn du dich bei Bürgermeister diesbezüglich... Sollte dir etwas zu Ohren kommen, was mir weiterhelfen könnte, so lass es mich bitte wissen. Okay, tschüss. Wow. Nanu, was ist mit deiner überdimensionalen Birne passiert? Sieht ja ganz normal aus. Wow, tut mir echt leid, ich muss im Stehen eingeschlafen sein. Aber irgendwie fühlt sich mein ganzer Körper so seltsam an. Ich gehe lieber in unsere Expeditionsbasis zurück und ruhe mich hier aus. Hier ist es mir sowieso viel zu kalt. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, wir reden noch eben schnell mit dem Bürgermeister. Und dann war es tatsächlich auch schon wieder mit dem Part hier. Ach, das geht alles so schnell. Der Bürgermeister ist gerade nicht da. Er wollte sich die Felder beim Bett des Giganten ansehen. Wenn es dringend ist, solltest du am besten dort nach ihm suchen. Die Felder beim Bett des Giganten liegen südöstlich von Freestyle. Überquer das Frostzelt und halte ich dann immer links. Okay, danke. Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit Pokémon für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir den alten Bürgermeister suchen. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.